So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zum vierten Spieltag der GYL. Herzlich willkommen im Metaspieltag, der absolute Metaspieltag. Und heute gegen Creepfan LP. Guten Morgen. Und unser Deck sagt einfach alles. Wir spielen Wotan im Tier 1. Wie geil ist das einfach, Christoph? Ja, ich find's schon hardcore. Vor allem, weil man halt die richtig harten Tech-Karten erst noch reinmachen muss, damit das Deck wirklich stark wird. Es vor allem heißt ultra. Mein Deck Wotan die Mais, obwohl die Mais nicht drin ist. Weiter ist auch so, weil ich es komplett kopiert habe, weil ich zuvor bin so, da geht's gleich spannend in die erste Runde. da gewinnt er den, den Ding. Da fragt man sich, will man First Turn gehen? Ich sag eigentlich nein. Meine Hand ist ja schon ganz solide, muss man sagen. Meine Hand ist auch hart. Da denke ich mir auch einfach so, da mache ich mal den Pot of Duality. Oh, und da was kommt ich. Der Wotan oh! Ganz ehrlich. Ja, Leute, wer kennt's nicht? Wotan. Das Testduell ging 50 Runden, also macht es schon mal gespannt auf eine spannende Runde heute bei der GYL. Ja, das ist ein Batch-Duell. Wahrscheinlich dann auch der andere gewinnt. Ja, stellt euch mal auf 150 Runden ein. Wir haben uns auf jeden Fall sozialkritische Themen rausgesucht. Natürlich. Ich sollte mal was suchen. Mache ich Deck-Finning? Wotan unterschätzt oder broken? Nehmen wir uns diese Karte mal. Oh, Deckbinding, okay. Und dann aktivieren wir Waffe aus der Waffenkammer. Nein! Als ob die einfach mein scheiß Ding weglegen. Was soll denn das? Mann, Leute, wisst ihr, wie Minusressourcen ich jetzt hier gehe? Ist unglaublich. Haben die mir das Deck überhaupt danach gemischt? Ich komme mir so vor, als hätte sie das Deck nicht mal gewischt. Mann. Und da ist der zweite Wotan weg. Und da liegt er. Okay, Leute, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr. Das ist sehr traurig, so ein Wotan, den musst du erstmal haben, ne? Also, meine Zuschauer, ich habe auf jeden Fall durchgesetzt, dass blinde Zerstörung im Main Deck ist, aber nur einmal. Ja, wir hatten sie vorhin zweimal drin, das war echt schlimm. So, was holt er sich denn da? Da hat er den Wotan. Da ist er. Alles klar. Wie wir es beide in der ersten Runde haben. Ja, los, hol den Wotan doch raus. Los, mach! Ist ja dann Game, ne? Ist Game, ja. Ja, zeig mal, was du so Schönes hast. Hier, Wotan. Ja, toll. Hast du wahrscheinlich jetzt die perfekte Hand? Ich werde aber Stratos raussuchen. Er hat's schon wieder getan. Okay. Da will er nicht mal... Oh, not even needed, alles klar. Not even Ah, oh, Leute, wann kommt unser Video? 14 Uhr. Diese Stunde wird euch wirklich euer Leben bereichern, die wir jetzt bestimmt haben. Ja, los, Normal doch. Los, Normal! Wir dachten uns, es wäre vielleicht eine kleine Abwechslung zwischen den ganzen Metaslave-Spielen, die heute stattfinden werden. Ja. Oder, nein, also keine Ahnung. Es ist so, man spielt entweder komplett Meta oder man spielt einfach nur Wotan, weil Wotan ersetzt das Meta. Ja, Wotan ist Meta quasi. Wir hätten irgendeine Tech-Pflanze reintun müssen, damit er auf 1000 kommt und andere Wotans überrennen können. Das hätten wir ja ganz geil gewesen sogar, ne? Ah, was kommt denn da? Ein Tough Deck! Tough Deck? Ein Tough Deck. Ein tougher Deck. Ah, ich denke mal, da gehe ich dann schon für den ersten Damage ins Spiel aus. Er holt dann sein Battle Fader, was mir gar nicht gefallen würde. Aber. Es gibt einen Grund für das Nein. Früh übt sich ja, meine Freunde. Früh übt sich. Wer kennt's denn nicht? Okay. Ja, bei dem Hintergrund fahren ein paar Autos, finde ich auch toll. Mann, das sind meine Lieblingsautos. Meine Lieblingsautos. Mache ich da etwa First Blood? Oder holt er den Battle Fader? Er überlegt gerade kritisch über sein Leben da. Oh, Scheiße. Okay. Ich steck den ein. Alles klar, First Blood, meine Freunde. Ich steck den First Blood, Freunde. Wie stehst du bisher in der Liga? 2-1. Ich habe letzte Woche, ich muss mich entschuldigen, ich habe richtig bad gespielt. Ich hätte beide Games anscheinend gewinnen können, habe aber irgendwie die bad Misplays gemacht. Obwohl ich wusste, dass da drei Kuh liegt, schieße ich die Backrow, weil ich dachte, ich wäre lustig. Oh, was kommt denn da? Oh! Wir haben natürlich bisher absolut jede Runde gewonnen, wirklich ausnahmslos. Ja, ausnahmslos. Ja, und was kommt jetzt? Oh, Alter, da ballert der einen drauf, oder was? Gehst du da jetzt auf? Da geht er jetzt auf Full Risk, oder wie soll ich das? Gleich auf Five-Headed Dragon, der in meinem Extra-Deck ist. Shit. Ja, ich hätte jetzt eh den Spalt-Top-Decken, das ist schon klar wie Kloßbrühe, meine Freunde. Und da kommt das Wabo, natürlich. Da kommt das Wabo, cool, was glaubst du denn, Mann? Und gleich noch das schwarze Loch auf der Hand, ne? Ja, das kommt auch gleich hinterher. Kannst gleich heulen gehen. Geh heulen! Ja, Schmerzenteil, ne? So. Oh, was sehen denn meine Augen da?
Ja, dann gehe ich erst einmal auf diese Karte hier. Ach, Top Deck ist ja schon so was ganz Feines. Was meinst du so? Ja, finde ich auch. Ja, ja, schon so ein. So ja, ein, alles klar, alles klar. Ja, verpiss dich. Minus. Minus. Der Levernik kann wir natürlich. Als ob. So. Der kann diese Runde noch normeln, alles klar. Als ob er noch normeln kann. So, und tschüss. So da macht er jetzt den Battle. Da kommt der Battlefader, als ob man nicht rast aus. In ATK-Position. Oh, da hat er. Oh, hat er da etwa eine Ausrüstungszauberkarte? Nein. Nein. Aber jetzt. Als ob. Und ja, ist der Call. Ist der Call. Ja, sehr gut. Eine Ausrüstungskarte und du liegst, mein Freund. Dann ist aus und vorbei. Da holt er sich die Axt der Verzweiflung. Oh. Das ist schon traurig, wie wir auf Battlefader und Call. Chef Wilmot holt sich einen Battlefader, geht auf Call, geht dafür Game. Wie er drüber kommt, Snitch. Geht bei dem Matchup wirklich nur darum, den besten Beatstick zu haben. Und es ist schwierig, das zu halten an sich. Wie mache ich das denn? Machen wir das ein extra Deck natürlich hier ist mega nice. Gut und so. Haben uns gedacht, wir packen gleich 5 der besten Synchros, Fusionen und Xyz rein, damit das Ganze ein bisschen Variabilität hat. Natürlich, wer kennt's nicht. Hier. Richtig stimmt. Nice auf jeden Fall. Was holt er sich denn da jetzt? Wie ein Battleface geht. Ja, den ich hau einfach drauf. Den nehme ich doch. Auch wenn ich 2 Battlefader auf der Hand habe, den nehme ich. Ja, werf einfach dein Mikro halb um, ist okay. Ja, nee, da raste ich wieder aus. Ich glaube, ich bin aber übersteuert. Ich soll mich mal leiser machen. Ich mache mich mal ein bisschen leiser. Da kommt der Top-Deck-Voter. Und dann mischt ihn wieder weg. Ah, ich mische ihn wieder weg. Ist das jetzt Wurf? Nee. Nee. Der Starcode lohnt sich schnell zu nennen. Nee, nee, noch nicht. Ich dachte so, normal ich jetzt den Battlefader oder nicht? Das war jetzt die Question, die uns alle beschäftigt hat. Ja, den Battlefader, er konnte anketten. Ich hab's genau gesehen. Ist okay. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob ich den Battlefader normal soll oder diese Tribut für Tributkarte machen soll. Was ist das? Ja, das wäre nicht wirklich Würfer. Ist da etwa das Waboku? Ach, was topdecken wir denn hier? Aber ich mische es wieder rein. Jawohl, wer kennst denn nicht? Natürlich. Und verpiss dich, Axt der Verzweiflung. Jetzt ist die Frage, wird er den Effekt von Axt der Verzweiflung aktivieren? Das ist echt die Frage. That is the question that we every und oh, da geht er aber rein, die Slut. Ja, ich würde es gerne wieder ziehen. Da will er es ziehen. Ja, da kann ich mit leben. Was ist der? Was topdeckt er denn da Feines? Jetzt die Frage, was er macht, ne? Ja, was geht man mit seinen Ressourcen um? Naja, geht man full risk. Aber dann, wer hochfliegt, der fällt auch tief, wisst ihr? Ach, ich hoffe einfach, dass diese Aufnahme nicht über eine Stunde geht. Aber ich bin so... Es wird sowas von über eine Stunde gehen. Das wird so schlimm, Alter. Wir sollten über irgendwelche sozialkritischen Themen reden, wie zum Beispiel... Was war mit Sozialkritik? Nein, um was Lustiges. XD. Übrigens, Leute, ich habe mir ein Real-Life-Voter-Playset geholt. Ich hätte es wahrscheinlich vergessen, aber ich werde es einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Na komm, wir wiederholen einfach den Play an der Stelle, würde ich sagen. Da geht er auf die... Da traut er sich was. Full Risk, ja. Da will er den Battlefader nicht haben. Ich habe mir gedacht, ich klatsche jetzt einfach richtig hart rein. Ja, die passt schon. Mach halt. Und da sind wieder 1000 durchgekommen. Alles klar. Da muss ich echt aufpassen, so. Bald halbiert, ne? Ach, wer kennt's denn nicht? Das ist der Mutantop. Nee, meine Hand gefällt mir schon soweit. Soweit gefällt ja, mir. Ja, ist okay, Hand. Ja. Ist okay. Ja, Duality auch noch schön. Ach, United we stand. Ach, noch ein United we stand. Alles ach, klar. Da kommt mein Battlefader jetzt langsam rüber. Ja, der würde jetzt so langsam rüberkommen. Aber ich denke mal, wir sollten einfach mal klein anfangen. Ja, alles klar. Ach, wenn wir schon dabei sind. Also, what the fuck?
Alles klar. Als ob er da. Er tut jetzt so, was mache ich jetzt? Aber da liegt doch 100% der Waboku, Alter. Glaubt ihr, ich bin dumm oder was? Da liegt der Waboku nicht. Safe. Ich werde jetzt um 1 Euro, wenn da jetzt kein Waboku aktiviert wird, schulde ich den Euro. Den schicke ich dir dann sofort per PayPal. Ja. Okay, schauen wir mal. Ja, schick mir den. Ja? Ho? Ne, 50 Cent sagen wir. Okay, ich schulde dir 50 Cent. Digga, du schuldest mir scheiß Euro jetzt. Ja, okay. Ja, aber darf das auch kein Waboku sein allgemein? Das heißt, du darfst bis zum Endphase da kein Waboku aktivieren, bis zum Ende des Spiels. Nein. Nein? Nein! Ja, Top-Deck auch sein. Ja, als ob, Mann, da raste ich auch. Nein, raste ich nicht, aber Mann. Was soll das? Jetzt habe ich, Alter, ich glaube, ich habe nur noch einen Wotan im Deck. Einen Wotan hast du nur noch? Ja, ich habe noch einen Wotan, den werde ich jetzt Top-Deck. Ja, und ein Ding, was es wiederholt. Nein, nein, das haben wir auf 2. Ja, du hast ja schon eins verbraucht. Ja, 2 habe ich schon verbraucht. Ich habe ja leider vor uns einen Wotan gebildet. Mit dieser blöden Waffe. Hast 2 verbraucht, dieser Noob. Noob! Noob! Noob. Ich weiß nicht, wie ich das hier spielen soll, das ist die Frage. Gib einfach auf. Habt übrigens schon unser Extra-Deck gesehen? Ja, ich hab schon vorgefühlt. Ja, ich zeig euch mal unser Extra-Deck. Alle, auf jede Karte kommt man irgendwie in den Deck. Man muss so ganz fest dran glauben. So, jetzt ja. Top-Deck Wotan. Ah, wenn man die 5 Void-Monster noch nimmt, die ich im Deck eingebaut habe. So. Jetzt ist die Frage. Ah, ich muss das machen. Also unbedingt brauche ich die. Weiß nicht, ob der Play, den ich gerade im Kopf habe, so viel Sinn hat. Als ob, aber okay. Dann gehen wir mal auf die Endphase. In die Endphase, okay. In die Endphase. Ich denke mal, das ist blöd. Das ist der blöde der Christoph hier im Plus. Das geht ja mal gar nicht. Oh, was hätte der denn da? Das ist bestimmt kein Waboku. Oh mein Gott. Ich bin jetzt hardcore greedy. Wie er drauf geht, Mann. Ja, da muss ich nachdenken. Ja, so viel Damage möchte ich dann eigentlich auch nicht mehr fressen. So viel Damage möchte ich dann auch nicht mehr fressen. Ah, er hat die scheiß Ausrüstungskarte gezogen, alles klar. Nicht, dass ich hier in eine kritische Situation komme, meine Freunde. Ja. Ja, als ob. Ach, nein, danke. Die hat, das passt perfekt so, wie das jetzt hier gerade liegt, weil da habe ich auch überhaupt keinen Bock so. Jedes Mal, wenn ich die Scheiße muss. Verpiss dich. Ja, ich weiß, ich überlege, ob das jetzt ein Spielfehler war. Vielleicht hätte ich warten müssen, bis du das richtig hochpowern willst. Nein, das soll doch kein Misplay. Ja, als ob er jetzt wahrscheinlich so 5 Ausrüstungskarten. Ja, her damit, kein Damage, das nehme ich doch gerne. Ja, als ob ich das jetzt ziehe. So, da ist der Wotan, Mann, da warte ich schon die ganze Zeit und dann kommt der ja endlich. Mann, da werde ich ja sauer. Ja gut, ich spiele einen letzten Wotan, ist okay. Fuck, ich hab echt Angst. Wie sieht's aus? Ich schwöre, ich spiel nicht aus. Ich hab echt Angst. Da liegt doch irgendwas, Mann. Das alles nicht. Aber dein Darkhold ist schon weg, zum Glück. Alter, ich hatte jetzt echt Angst, Mann. Als ob. Da raste ich aus. Ja, ich schau mal drauf, ne? Nee. Darkhold ist seine Beatsticks und seine Lifepoints gehen ein bisschen runter. Darkhold ist seine Beatsticks. Angenommen? Ja, hast du. Okay. Die Chance ist ja nicht gesehen, nicht blind. Ich bin ja blind. Da kommt das Waboku, wer kennt's nicht? Ich hab auf die Titten von Wotan gestartet, deswegen konnte ich mich nicht konzentrieren. Wie er ihn in der Hand hat. Slut. Wie er sein OTK da drüben vorbereitet. Ist okay, ja. Da ist es ja, gleich vorbei, mein Freund. Da ist es gleich vorbei. Na klar. Ja, Alter, wie einfach deine Kartkarte die ausrüsten könnte, das wäre einfach so scheiße. Stell dir mal vor, das bringt einer. Da ist dein letzter Wotan, so. So eine Mirror Force. Da kommt der Waboku in dein Gesicht. Alles klar. Ja, okay, mach doch. Rass dich gleich aus. Ich top-deck jetzt einfach was gegen dich. Ist okay. Als ob, er hat da wahrscheinlich schon so eine blöde Ausrüstungskarte liegen. Ah, das war ein Waboku, ich schuld dir kein Geld mehr. So. Jetzt kommt United We Stand. Natürlich kommt jetzt United. Als ob da jetzt United We Stand kommt. Klar. Meine Güte. Was mache ich jetzt? Da geht er mal drüber, ne? Wie einfach United? Hast du es jetzt getopdeckt? Nee, ich hatte es eben schon. Wotan aus. Oh, was hast du? Achso, okay. Gut dann.
Ja, das geht ja noch. Der Damage steht nämlich ja noch. Ja, hat er den dritten Battlefader auch noch auf der Hand. Ist ja, okay. Natürlich habe ich das. Was gut, dass das Sarkotin raus ist bei dem Noob. So, was mache ich denn jetzt gegen diesen blöden Wotan? So ein Call wäre schon richtig nice mit irgendwie so schön. Oh, das. Ach, den Call hat er ja auch noch. Das müssen wir mal weghauen. Und schauen wir mal, ob ich jetzt irgendwie so irgendwas Lustiges ziehe. Aha, kann ich mitleben. Jeden Armory, okay. Hätte ich mal einen Call melden können oder ein Monster, irgendein Monster. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ne? Suchen wir uns das hier. Na klar. Na klar. Und setten das hier. Und geht in die Endphase. Ah, da die blinde Zerstörung top deckt, ist okay. Die blinde Zerstörung, wer kennt sie denn nicht? Wer kennt sie nicht, ne? Wer kennt sie nicht? 24-7, das ist der Sound, den die blinde Zerstörung braucht. Ja, die Option würde ich mir doch gerne aufbehalten und da möchte ich halt echt eigentlich nicht. Da denkt er, er könnte auf Gang gehen, wie er denkt. So eine blinde Zerstörung wäre jetzt schon nice, ne? Top Deck, blinde Zerstörung, bitte. Bitte, danke. Danke, bitte. Oh, Main Phase 2, was macht er denn jetzt? Tribut. Hidden Armory, alles klar. Oh ja, der Port. Den möchte ich doch dann doch nicht, dass du den hast. Ja, Leute, das läuft überhaupt nicht gut so. Und der Christoph, der geht hier schon eine Führung mit seinem Wotan Army hier. Ja, Wotan Army ist am Start. Oh, da holt er sich jetzt die Axt der Verzweiflung und verzweifelt einfach nicht. Ja, Leute, jetzt müssen wir echt aufpassen hier. Ja, er beginnt schon mit seinem depressiven Comment-Style, wenn er gerade am Verlieren ist. Ja, das fängt schon an. Da geht's immer los mit, ja, Leute, ja. So ein United We Stand wäre jetzt schon nice. Ja, das wäre auch gar nicht irgendwie OP oder so. Nee, so ein Call. So ein Call ja schon. Wo dann geht denn die Defensive? Warum? Willst du nicht, dass ich drüber komme? Er hat mehr Defense. Nein, der 2-8 Angriff, oder? Nee, ist das umgekehrt? Ja, stimmt tatsächlich. Ich hab übrigens kein Side-Deck, also zu viel erwarten von dem Format hier. Wahrscheinlich alle anderen Metaslaven jetzt rum mit Monarchen und Cosmo. Nur als ob diese Snitches. Prophezeie, der Spieltag wird dominiert von Cosmo. Weil letzte Woche haben alle. Alle haben Monarchen. Ja, ja, die letzte Spiel. Jetzt kommt Cosmo. Ja. Ja, da muss ich halt wahrscheinlich den Battlefader mal aktivieren, oder? Wer kennst den nicht? Ja, eigentlich ja schon, ne? Ja, müsste ich mal machen, so, ne? Das wäre schon ganz schlau. Eigentlich ja. Uneigentlich. Jetzt kommt's. Bring ich dann aber eine Präventivmaßnahme. Oh. War das jetzt game entscheidend? Wenn dein Monster auf 1-7 ist. Ja, guter Schall, gute Frage. Ne? Da kommt der Top-Deck, wer kennt's denn nicht? Ja, ist okay. Ja, passt schon. Mir fällt gerade auf, du kannst wirklich was Top-Decken. Katkadi. Scheiße. Und die gute alte Axt der Verzweiflung. Ja, genau das. Das habe ich echt nicht kommen sehen. Ja, Slut, ne? Jetzt kommt wahrscheinlich eh das zweite Waboku, das mich zum Heulen bringt. Da kann er was aktivieren. Da kann er was aktivieren. Oh, der geht seine... Seine ja, Force. Ja, ich würfel jetzt kurz die 2, dann hat sich das so... Ja, wie die blinde Zerstörung. Da werde ich ja blind sauer, wenn ich sowas sehe, Alter. Bitte keine 2. Das höre ich echt heulen. Komm 2. Puh. Ha, da wird man echt ja. Paranoid, Alter. Paranoia kriege ich da. Ups, da gehe ich jetzt mal voll Helmet, gesehen. Ne? Da geht er komplett drauf. Ach, das geht. Ich dachte. Oh. Da drauf. Da geht auch alles, Alter. Da kommt alles. War alles jetzt. Natürlich. Ja, jetzt ist jede Runde eine gute Chance, dass dann viel stirbt. Das ist nicht das Problem jetzt hier. Da muss ich auf Full Risk gehen. Leider komme ich nicht drüber. Und er hat da wahrscheinlich so eine blöde Karte, die mir gar nicht gefällt. Da muss ich jetzt auf Full Risk gehen. Weil sonst ist das eng. 3-8. Das Game ist dann sonst wahrscheinlich eh gelaufen. Da muss ich jetzt auf Full Risk gehen. Was macht er jetzt? Da geht er auf den Battlefader. Ja,
Dann denke ich auf den Mittelfelder. So, hoffentlich so eine 1 wäre jetzt schon nice. 1, sehr gut, die Handkarte gleich mal weg. Da zieht er wieder an. Deckausdünnung. Eine 3, alles klar. Da dünnt er sein Deck aus. Oh, scheiße. Würfelglück, ne Leute? Würfelglück. Boah, das ist so spannend, Alter. Da will ich nicht mehr reden, Alter. Ich will gerade auch nicht mehr reden. Sag mir, was der letzte Backrow ist. Du kennst auch alles von mir. Sag mir nicht, was mein letzter Backrow ist. Los, tu es. Wie ist, kannst du mir keine Handkarten klauen? Komm, Herz der Karten. Was musst du jetzt? 2 ist dein Gegner. Oh, ich hab keine Handkarten. Komm jetzt. Oh, danke. Ja. Hä, muss die Karte nicht weg? Es war doch 6, oder? Achso, nein, das war. Oh, das war blinde Zerstörung. Oh, da geht er in die Endphase. In die Endphase, ja. Aktiviere ich eine Karte, zerstöre auch diese Karte. Hat man sie ein bisschen weggeworfen, ne? Ah, jetzt habe ich mich verkackt. Ege. Hast du das Waboku? Nein. Oh mein Gott! Oh, hat man sie weggeworfen. Erklär, was die letzte Backrow ist. Axie Verzweiflung. Oh, holy. Oh, ohne Board, da geht's weiter. Oh, Leute, Game 1 gewonnen. Oh, hast du Missplays gemacht? Ich hatte schon, glaube ich, 1-2. Ich habe Missplay gemacht, das hat mich das Duell gekostet. Echt? Welches? Ich habe angefangen zu spielen, das war ein großer Fehler. Ich hätte lieber Cosmo nehmen sollen. Wahrscheinlich ändert er jetzt so sein Deck Cosmo. Ich so, hör. Oh, die Hand. Die ist ja lustig. Ja, meine Hand ist auch lustig. Die ist schon solide, ja, die Hand. So ein Wotan First. Oh, ja, so, das ist solide. Kann ich mitarbeiten, ne? Dann legen wir das mal so hin und schauen, was er macht. Er muss First Game entscheidet schon. Also dieser eine Wotan-Mill am Anfang, der war schon unangenehm. Ja. Ach, da geht er schon in die Endphase. Da wartet nur auf den MST, der da von oben kommt. Na, ich denke, wir werden jetzt erst einmal hier ein bisschen schauen, was wir da so... Ach, da ist der Battlefelder. Da ist er ja, der Battlefelder. Den brauche ich auch überhaupt nicht. Nee, passt schon. War jetzt natürlich sad, dass ich da den Missplay gemacht habe. Ne, mein Missplay war dieser Moment mit dem... Na, du weißt schon. Mit wo ich getauscht habe. Finde ich mal nicht gut. Da kommt der Pot of Duality. Dick. Der Wotan. Und das United Restate. Da nimmt er sich den Wotan. So, dann ja, das schneidest du in der Aufnahme, alles klar. Was ist in der Aufnahme? Ja, ich stehe drauf. So. Ja, da geht er voll. Also, da übertreibt das er ja jetzt langsam so. Da ballert er wahrscheinlich jetzt noch das United We Stand drauf. Oder noch ein. Ballert er das drauf, ist die Frage? Da ballert er jetzt drauf, oder was? Er ballert es nicht drauf. Da traut er sich nicht, die Pussy. Da kommt erstmal das Waboku ins Gesicht. Na, ja, das First Blood, das lasse ich dir doch. Das First Blood ist das. Das passt schon, aktiviere ich noch nicht meine Level Zerstörung. Nicht, dass mein Wotan dann davon gefährdet ist. Ah, One Day of Peace. Wahrscheinlich spannender als alle anderen Duelle heute. Weil ich schon nach 2 Runden zu Ende sein werden. Da kommt da ja der Wotan. Wer kennt ihn denn nicht? Wow. Er ist mein Bruder. Aber so ein One Day of Peace, den hätte ich auch gerne. Ja, okay. So ein Tag voller Frieden, oder denke ich immer so an besseres... Not even needed an der Stelle, ne? Hä? Nee. Passt. Kannst mich gar nicht angreifen. Dann wollen wir das mal so machen. In der letzten Runde haben wir übrigens gesehen, wie viel Glück ich habe bei Würfel. Hat auch Spaß gemacht, damals die mal auf Thronensteckvorstellung zu machen, Kappa. Bisschen Heavy Backrow so, meine 5 Mirror Forces. Ja, wer kennst du nicht? Ja, triggers mal eben hier. Ja, wenn ich. Mal das erste Waboku, dann ist es schon mal raus. Ja, mach mal auch gleich mal den Boot, den könnte ich schon noch gebrauchen, so. Wie wir einfach reden, so, ja, genau, ja. So richtige Spasten, so. Ja, mach. Ja, hab ich predicted, hast du.
Ach, das hättet er noch eine. Greedy ist der junge Mann geworden. Ich hab noch keinen MLT gesehen in diesem Matchup. Ja, gut. Gut, dass das Axt der Verzweiflung da so topdeckig kommt. Da tradet er. Und ich denke halt einfach mal so, wenn man zweite, so die halt wie Stand noch verdeckt hat, das ist halt einfach ein Moment, wo man das sich... Das ist heftig, cool. Ja, aber wenn dann Woboku vom Gegner liegt, dann das ist richtig, weil das fuckt dann übelst ab, wenn das Woboku dann kommt. Wie wir alles dazu predikten und innerlich denken wir so, hat das nicht? Da haben wir beide einfach Woboku weggegeben und er holt jetzt wahrscheinlich das United Restand raus. Natürlich, oder geht auf Double. Weil wer kennt's denn? Nö, nicht? Der packt einfach nochmal eine Axt der Verzweiflung aus. Da holt er die einfach so raus. Und dann denke ich mir einfach nur so, fuck. Und da geht er drüber. Das ist Woku zwar auch am Anschlag, aber naja. Ja, das wäre schön, ja. Ach, kein. Oh, wow. Ja, wie hast du überrascht so? Und denke ich und denke sich, ja! Hä? Nein, ich möchte keinen Effekt aktivieren. Da fragt man sich, hat er seinen Play richtig durchdacht oder war das gerade einfach nur stümperhaft? Von mir oder von dir? Ja, ich hätte eventuell. Ja, von mir im ersten Level auf jeden Fall auch eine gute Idee, das Traden an der Stelle. Das wäre super. Ich will doch gar nicht fünfmal in den Kommentaren, dass das eine dumme Idee war. Nee. Wer kommt denn da drauf? Jetzt haben wir beide. Ich habe nur unpassende Scheißkarten auf der Hand, ohne Scheiß. Ohne Scheiß? Ach ja, so 2-9 will ich dann auch nicht fressen. Das tut auch ein bisschen weh, so möchte ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich jetzt mal ein bisschen mit meinem Beatstick an der Stelle. An der Stelle denke ich mir das einfach nur so. Fucker, das ist Zeit, um zu morden. Ist doch toll, wie die Tri-Stealing-Schwerter immer tot kommen. Macht Spaß. Ach, ein Top-Deck kommt doch selten allein. Ach ja, so ein Top-Deck, so für zwischendurch, so denkt man sich so, ach, habe ich wieder ein bisschen Bock, so ein Top-Deck, der ist schon okay. Second Miss Bay Detected, sag ich da nur. Von mir? Der Missplay Detector ist wieder unterwegs. Wenn du schläfst. Da denkt er sich einfach so, viele Hand. Da denkt er sich, ja, da kommt der Wotan vom Grave einfach wieder. Alter, da holt er sich einfach den Wotan wieder und ich denke mir einfach nur so, fucker, das ist. Und da wird der Wotan aufgerüstet. Da ballert er das United Restand raus und kennt einfach keine Gnade. Doch, da greift er mich auch noch an. Klatscht er wieder gegen die Life Points so ein bisschen. Da macht er einfach so einen Wall of Angriff so. Und dann denke ich mir einfach nur so. Ganz ehrlich. Share the pain. Das ist schon eine solide Karte. Jetzt Hashtag Wotan in die Kommentare, wenn ihr noch zuseht. Wenn ihr noch zuseht, schreibt ich war ein Mensch. Nein, was ist ein guter Hashtag, der mit diesem Video verbunden werden kann? Hashtag ich war dabei. Das habe ich schon letztes Mal gemacht. Ja? Das ist nicht lustig. Nein, das ist endlustig. Ja, so das Darkhole wäre auch schon eine Option. Darkhole wäre auch eine Option. So zu topdecken an der Stelle, das ist schon etwas, was mich schon... Doch gar nicht unwahrscheinlich oder so. So, dann machen wir mal den Kartenhändler, weil die Karte, die gefällt mein Freund nicht. Da denke ich mir einfach so, nee, da kann schon was Besseres kommen. Da kommt Darkhole auf die Hand. Eine schöne Karte, eine wirklich schöne Karte, mit der ich wirklich gerne arbeite. Und ich denke mir so, es ist Zeit für den Motor. Ja, nee. Ach, da denkt er sich das einfach so, da macht er den MST. Ach, das gefällt mir jetzt so gar nicht. Da muss ich dann wohl oder übel in die Endphase übertreten. Alles klar. So ein Darkhole, so ein Topdeck. Ja, Darkhole hätte ich jetzt auch gern. Einfach so als Hinterhandschlag. Hinterhandschlag? Wahrscheinlich hat er so zwei in der Hand. Hinterhandschlag. Drei! Das sieht rabenschwarz zurzeit aus, aber da habe ich die Creepfair noch kein Blatt gegeben. Da kommt er wieder in sein komisches Ich verliere Kommentar. Ach, wo kommst du denn rein? Wo kommst du denn her, mein Freund? Ach nee, das lassen wir mal. Weil ich denke mir halt einfach so, den kann man schon mal gebrauchen, so ein Wotan. Ja. Den möchte man schon gerne noch. Ja. Und dann auf Ausrüsten gehen. Na klar, ja, alles klar. Ey, das ist halt einfach so ein Moment, wo du denkst, geht schon. Ja. Ist eine solide Aktion, meiner Meinung nach, ganz ehrlich. Das ist nicht übel. So, dann hat er seinen Call schon mal gemacht und ich auch.
Sind wir beide zufrieden? Beide gehen jetzt heulen. Aber who cares? Das ist doch alles okay. Hast du eigentlich schon dieses... Du hast noch gar keine Waffe aus der Waffenkammer gemacht. Aber ein Votan ist schon bei dir down. Ist bei mir schon zwei down oder nur einer? Aber Ressourcenmanagement technisch ist der Gute hier schon im Voraus. Das muss man ihm lassen. Und jetzt denkt er gerade nach, wie mache ich jetzt das Play? Da geht er auf die Waffe aus der Waffenkammer. Ja, da geht er drauf. Und da holt er sich die Axt der Verzweiflung, mit der er wahrscheinlich dann über ein Monster von mir kommt. Unschöne Aktion an seiner Stelle hier. Ja, das macht er dann an der Stelle und dann... Sollte das auch schon Game sein? Dann denkt er sich, ja, das reicht dann für den Runden, für die Runde eigentlich auch, weil den Normal Summon braucht an der Stelle nicht mehr. Denke, einen Karten hätte er schon mal ausgespielt in den Duellen, oder? Wie bitte? Einen Karten hätte er schon mal gesehen, oder? Ich habe die ganze Zeit da liegen, oder meinst du? Fragst du gerade mich? Ich! Was weiß ich denn? Was weiß ich denn? Ich glaube ganz am Ende vom letzten Jahr, oder? Weiß nicht mehr. Vergiss die Zeit, wenn man Spaß hat mit solch tollen Decks. Ich vergesse einfach die Zeit. Es bekommt mich wieder so das Gefühl, dass ich mir denke, ach, ja, Wotan-Decks, damals, 1924. Damals, als sie Meta waren. Das damals als alt, als Stefan von Wotan wäre man weh. Wir haben ja schon, wir müssen ja über Wotan-Support spekulieren. Natürlich, er ist schon jetzt OP, aber theoretisch. Ja. Ist das ja eine Option. Och, da holt er sich den Wotan. Ja. Wahrscheinlich auch noch verdeckte. Da rüstet er ihn noch mit den Armen. Da rüstet er ihn doch einfach aus. Will er auf den Double Kill gehen, der kleine Schlawiner hier? An dieser Stelle. Oder rüstet ihr noch weiter aus? Ach, da hat er einfach noch eine Axt der Verzweiflung. Ja, das ist ja unschön, die Aktion hier an der Stelle. Das muss man auch ganz klar sagen. Weiter rein und frisst dann erstmal jetzt schön hier den Kill. Aber es gefällt mir halt auch nicht so diese Karte, die da. Ja, der crasht halt lieber, ne? Ja, das ist mir schon etwas lieber, wenn ich ehrlich bin, als dass ich da drauf gehe. Ja, auf der Verzweiflung, ich recycle dich jetzt und dann opfer ich einfach hier an der Stelle den Kill. Tja, wirst du es jetzt tun? Wird auf den Double Kill gehen. Ist das. Ist ein Double Kill, ja. An der Stelle habe ich auch die bessere Killstreak bisher. Oh, da geht er auf den Double Kill. Und ich fresse ganz genau 0 Schaden. Was mir schon etwas zusetzt, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, ich denke mir einfach so. Ich lasse mich davon einfach nicht unterkriegen, ganz ehrlich. Das ist alles in Ordnung noch. Das ist alles eine solide Aktion. Ich schütze mich dann an der Stelle noch. Ach, ein One Day of Peace. Da gibt er mir den Topf der Gegensätzlichkeit. Hier. Ach, das machst du auch. Ach, da hat er Rota und Kartkati und MST. Was ist denn da in der Hinsicht seine Entscheidung? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Langsam muss das Spiel ein bisschen mehr auf Glück basiert sein. Wir müssen langsam diese Karte ziehen, die 1 bis 6 Effekte hat. Nicht bilden. So, das Schöne der Aufnahme. Weiß ja auch nicht. Oh, Card KD. Dies ist also. KD nehme ich mir an der Stelle. Da hat er dann. Damit revealed er mir, dass er seine Hand echt nicht so sehr liebt. Ach, mit der Hand bin ich doch echt nur erstmal zufrieden. Also. Möchte ich doch bitte hier Topf der Gegensätzlichkeit aktivieren. Danke. Ja, alles klar. Ach, ein Kampf. Oh, ein Dark Hole. Das hat man doch immer gerne in der Hinterhand. Ja. Aber immer doch. Und eine Set. Ist okay. Ja, dann mach einmal dazu hier. Da werde ich erstmal gespannt drauf. Mach da das Card, KD. Dann ist die Frage, ob er mit Card KD angreift oder zieht. Das ist jetzt immer die Frage. Wenn er es macht, wird zieht, dann gehe ich instant auf Deckout. Oh, da greift er an mit dem Card KD. Respekt. Und weitere 800 Schaden, die er durchlässt. Oh, da geht er langsam auf den Kill. Ganz langsam blute ich in mein Herzen. KKD ist echt so eine Sache. Will man jetzt angreifen, wenn man nicht? Ist man greedy? Das ist die Frage. Wotan?
Da kommt der Wotan. Da ist er ja. Ja, gut, Alter. Dein One Day of Peace ist schon weg. Das ist eine Sache, die mich sehr erfreut. So eine Karte aber damit. Ja, wenn ich die 1-7 jetzt direkt treffen würde mit magischer Zylinder, wäre das schon ziemlich nice, ne? Hat er gebordet. Nimm das, Slut! Ja, oh, da gehen wir mal die Endphase. Da wird's aber wirklich kritisch hier. So der nächste Motor direkt angegriffen. Den möchte ich da ungern fressen, wenn ich ehrlich bin. Das ist dann eine Sache, die mich da nicht so sehr erfreuen würde. Das ist endlich mal ein guter Top-Deck. Ein Kartenhändler, das ist doch ein Top-Deck, der jedermann erfreut in diesem Raum. Ja. Wie steht's denn so? Zwei Wotans verschwendet. Und den Call auch verschwendet. Du hast einen Wotan auf dem Feld. Und hast noch einen Wotan im Deck. Ja, interessant. Die Reinforcement ist aber schon. Oh, alles klar, noch ganz viele Wotans da, ne? Ja, wie viel hast du denn noch so? Da liegt einer im Grave. Zwei im Grave. Oh, da hat er vielleicht noch einen in der Hand. Genau wie ich. Meiner liegt auf dem Feld. Welche Karte hat ich letzte Runde Game gemacht? Wotan, ne? Oh, da geht er auf den Darkhold. Das ist ja aber suboptimal, meiner Meinung nach. Da hat er nämlich sein Darkhold hier gefordert, wie das heißt. Oh. Damage, Freunde. Ja, Plus bringt in dem Format nicht viel, Leute. Was bringt nicht? Plus nicht. Nee. Du hattest vorhin 6 Handkarten und ich war trotzdem immer irgendwie ein bisschen noch im Game. Nutzt lieber die Kartkarte jetzt als Beatsticks. Wenn ihr das Format auch spielen wollt. So, da fragt man sich, ob der Beatstick da ist, ne? Da wird er still. Da kommt das Darkhold. Und diese schöne Karte hier. Hä? Hä? Warum hast du Darkhold gemacht? Weil ich Angst vor deinem Monster hab. Wenn du mich überrennst in diesen Zug, dann ist aus und vorbei. Du hättest mich doch kaputt angreifen können. Schon, aber... Ein Display von dir? Nee, ich wollte das schon so machen. Wenn es sich als Misplay rausstellt, dann ist es am Ende eins. Ich würde es so machen. Oh. Ich wollte sie die ganze Zeit nicht aktivieren, weil ich will sie halt nicht aktiviert haben, wenn ich dann gerade im Vorteil bin, damit nicht am Ende mein... Ich weiß, ich kenne mein Glück, deswegen will ich die Karte nicht unnötig aktiviert haben. Aber im Notfall. Ja, passiert was, oder... Ja, das kann ich eh vergessen eigentlich. So. Scheiße weg hier. Ah, diese Scheiße regt mich wieder auf. Ja. Schau, was jetzt so. Ja. Schon. War schön. Vielleicht doch Karten ziehen sollen. Weiß es nicht. Angst habe ich jetzt vor Vapoku. Das würde mich dann doch stören. Vapoku? Ja. Ah, da hast du keins. Interessant zu wissen. Nee, ich hab keinen Vapoku. Oder aktiviert's bloß dich. Wer weiß. Das sehen wir alles in der nächsten Folge von Galileo Mystery. Kennst du die Folge? Das ist meine Lieblingsfolge. Da geht's um Steine. Ich will einfach immer weniger reden, was einfach so unglaublich spannend ist, aber wir beide nicht zugeben wollen. Liebe beide so, oh ja, wir sind ja übelst gechillt drauf, wer kennt's denn nicht? Komm jetzt. Ah, 6. Eine Zahl, die... Ich hätte mich nicht aufs Glücksspiel einlassen sollen. Wieso bist du auf Blind Destruction oder was? Was ist der Top-Deck, der gute Mensch denn dort? Nichts, okay. Nichts. Wird mal Zeit für eine Ausrüstungszauberkarte. Auf meiner Seite hier. Mal Zeit, ne? Ja, wird Zeit. Zeit wie Sekunden. Deine Zeit läuft. Meine Zeit läuft. Schauen wir mal, ob da jetzt was rausgelockt wird. Ja. Ein Battle Fader. Oh, ungern. Ein paar Plays, die Play machen können.
Ich habe jetzt schon einige Plays, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich vielleicht besser machen können, aber man weiß es halt echt nicht. Das ist Zufall. Per Sicherheit. Falls du da noch eine Ausrüstungszauberkarte hast. Der Play hat mich eben umgebracht, das weißt du. Ja, aber ich hab lieber Respekt vor 2 oder 5 Ausrüstungszauberkarten, die jetzt kommen könnten. Erstmal du. Komm mit 3, bitte. Überweise Ihnen 1 Euro auf PayPal, wenn ich jetzt eine 3 würfel. Puh. Mein Herz war schon richtig. Alter. Da aktiviert er den Kartenhändler. Komm. Hat er den Top-Deck oder regt er sich bloß auf? Eins von beiden. Eine von beiden Sachen wird sich nun... Ach, da hat er den Wotan. Den Wotan, ja. Aber es war kein Top-Deck. Seinen letzten Wotan zieht er da heran. Da beschwören wir ihn auch. Oh, verdammt. Ich lasse dir die Choice. Willst du den Doppelkill machen oder nicht? Entscheide dich. Schauen wir mal. Erst einmal ziehe ich doch gerne eine Waffe. Wie heißt die gute Karte hier? Axt der Verzweiflung. Ja, die heißt so. Aber so der MST wäre halt blöd. In der Tat, ja. Aber ich glaube, hast du schon mindestens aktiviert. Ja, tatsächlich, einen hast du doch. Der könnte. Na, schaut an meinem Grave nach. Natürlich tue ich das. So spät, um den Angriff zu canceln, sag ich dir nur. So. Du verlierst den Trade. Oh, das ist doof. Das funktioniert, ne? Eigentlich. Dürfst du den Trade verlieren? Ich weiß nicht, sollte ich eigentlich nicht ein Replay kriegen, weil sich meine ATK ändert? Das ist jetzt die Frage. Weiß nicht. Ich schau einfach mal, das hängt ja so Game ab. Ja. Nee, okay, das ist dein Game. Das Game? Außer du wirst jetzt eine 3. Denk da auch daran noch. Er denkt gerade so, fuck. Oh mein Gott. Komm, du beweist mir 5 Euro, wenn ich jetzt eine 3 würfel. Nee. Du beweist mir. Ich beweise dir 1 Euro, wenn du jetzt keine 3. Wenn du jetzt eine 3 würfelst, kriegst du 1 Euro von mir. Oh Gott. Also, okay, Geld. Oh mein Gott. Halal. Ja, ich hatte die ganze Zeit auch einen MST verdeckt. Den ich jetzt auch mache. Aber es ist ja eh Game. Ja, hätte ich auf die verdeckte Karte machen müssen, ne? Okay, 1-1, Leute. Oh Gott, das wird über eine Stunde. Das wird über eine Stunde, ja. Ja, ist jetzt ich hätte jetzt schon gewinnen können, hätte ich diese Mission nicht gemacht. Ja, hätte ich jetzt MST auf dein MST gemacht, bevor ich letzte Zeit den Voter gemacht. Okay, jetzt denk speichere dran, ich mir das speichern. Ja, ich speichere es mit der Sicherheit aber ab. So. Oh, oh Gott. Nummer 3. So, die 6. Handkarte ist schon nice. Ja, das ist ja eine lustige Hand. Das wird lustig. Das wird lustig. Ich glaube nicht. So ein First Hand. Also nicht so haha lustig, sondern so. So XD lustig. So scheiße. Man sucht sich eigentlich Wotan auch nur, weil er der stärkste Beatstick ist. Ja toll, Brabuku, not even needed. Ja, toll. Yes, einer weg. Sehr gut. Wahrscheinlich. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wahrscheinlich melde ich jetzt gleich 2 Ohrbubus. Einfach so. Ich finde diese Zwillingsschwerter, die du da hast, da muss man doch eine Karte noch abwerfen, oder? Christopher? Ja? Bei diesen komischen Schwertern, die du noch drin hast, das Ausrüstung, da muss man doch eine Karte abwerfen, oder? Ich finde die ja nicht so nice. Ja, nicht so gut. Der geht ja voll in die. Geht ja voll in die Schinkenbrote. Ja. Was? Ja, das ist jetzt ein neuer Ausdruck, so, dann machen wir das mal so. Ja, toll, ja. So, machen wir das mal so. Und meine Hand in Game 2 war richtig geil am Anfang. Ich hatte 4 Ausrüstungskarten instant. Da kommt der erste Beatstick.
Gestus Plus sogar ein. Natürlich. Ich brauche den Beatstick gerade nicht so dringend, wenn ich eh kein Damage machen kann und er in der nächsten Runde einfach getötet wird. Ja. Das ist dann eher suboptimal, meiner Meinung nach. Toll! Toll, Kartenhändler. Hast du die gleiche Karte bekommen? Oh, Wotan. Da geht er gleich voll in die Puppen. Mit Axt der Verzweiflung, da traut er sich ja was. Dann mach ich wieder First Blood. Du hast da wieder First Blood. Aber nee. Das ist dann eher eine ungehörte Aktion. Diese Aktion missbillige ich. Das ist so billig, dass du es missbilligst. So, machen wir das mal so. Wenn ich rede so leise, dass meine Hintergrundmusik mich überdeckt. Ist okay. Hallo, MRT. Nehme ich dir den MRT, ist die Frage. Auch wegen. Ach nee. Du tauschst lieber. Ich tausche. Wie ein Slot. Ist okay. So, weg damit. Ja, ich brauche den Wotan eigentlich auch nicht mehr jetzt. Nö. Ach ja, United Wizard. Not even needed. Ganz ehrlich, das will ich gar nicht haben. Weil, keine Ahnung, wer kennst du nicht? Da liegt die einfach tot in der Hand. Ja, die noch sammeln kommt dann halt nicht mehr diese Runde an der Stelle. Ja, ganz ehrlich. So, okay, jetzt lass mal über irgendwas reden. Wir haben echt nur so Commit. Jetzt ist es zu spät, die Leute haben schon abgeschaltet. Ah, da macht er die Karte. Ah, oh, da willst du dir das T. Da willst du dir das T. Nein. Das Lustige ist, die Kosten das reinmischen. Das heißt, man könnte plus 1 geben, wenn man den kaputt macht, wenn es soweit ist. Ah, da geht er auf Risiko. Da traut er sich. Oh, Alter, du ballerst ja alles raus, Alter. Das war dein Glück, würde ich sagen. Ich muss jetzt auf alles gehen. Und das war dein Glück, Alter. Mhm. Holy, da traust du dich was. Und noch eine Backrow. Och, zwar, Alter, da gehst du ja auf alles. Da geh ich jetzt voll Helmet. So, wie machen wir das dann erst einmal? So. Ah, das ist eine doofe Karte, die wollte ich nicht teilen. Ja, gut, wenn du full drauf gehst. Da muss ich das hier ja auch machen. Ne? Dann gehen wir gleich voll drauf, dann sparen wir uns die ganzen Zwischengeplänkel. So wie man die heutzutage nennt. Ja, die 1000 Schaden sind schon hardcore. Wie es einstecken muss. Und weil wir ja nicht genug in der Standby-Phase zu tun haben. Ja. So, wahrscheinlich kommt dann jetzt noch das Waboku von ihm. Wahrscheinlich. Ja, auf 1000 Damage, Pro-Play. Ist okay. Pro-Play, wer macht's denn nicht? Und dann mach ich das First Blood. Da frickst. Siehst du diese Arme von Battlefader, siehst du das Artwork gerade, ne? Hast du es gerade vor dir? Ja. Siehst du diesen gelben Strich, das ist dein Blut, Alter. Das ist einfach das ist eine Glocke, die geschleudert wird. Das ist dein Blut, okay? Halt dein Maul. Jetzt kommt die Standby-Phase, die alles entscheidet. Ja, der Wotan Top-Deck an der Stelle, ne? Ja, so eine 1 wäre jetzt ganz lustig für dich. Ach, da muss ich was abwerfen, das ist ja ungemein schade. Schmerzen teilen nur die Niede. Mit Würfel eine 6, damit die Scheißkarte weg ist. Dankeschön. Oh, dann zieh dir noch eine. Oh, die habe ich ja, die brauche ich auch eher als eine komische Silent irgendwas. Ach, da geht die. Ach, kein Karte, ja, wie gesagt, Wotan Top Deck. Ah, wahrscheinlich dann auch noch eine. Ach, eine Ausrüstungszauberkarte. Wer kennt es denn? Ah, da auch noch Set. Da will ich mal schauen. Aber generell ist die Devise ja Beatsticks behalten und Platz auf der Zauber- und Fallkartenzone schaffen, oder? Das ist ja definitiv eine Devise, meiner Meinung nach, die man sich einfach mal merken kann und sagen, okay, damit gehe ich durchs Leben und das ist eine Strategie, die mir auch weiterhilft. Das ist so mein Lebenswille. Ja. So, die Karte möchte ich dann doch noch nicht aktivieren. Ach, wunderschön. Ach, wunderschön ist diese Karte. In dem Moment möchte ich doch bitte das hier weghaben. Wer meins hat mich gekillt? Dann ist dann mal das hier. Fragt man sich, will man die Karte nochmal ziehen? Und sie dann mit Kartenhändler wegmischen? Das stelle ich mir gerade so vor.
Ich kann mich nicht entscheiden, Victor. Nimm die 1000. Ja, okay. Das ist halt jetzt eine Glücksentscheidung, aber die kann... Ich glaube, die ist wahrscheinlich ja gut. Ah, das ist keine Karte. Ja, da ist gerade ich mal eine nicht vorhandene Karte, ne? Äh... 50 Minuten. Die will ich nicht verhindern. Ja, vielleicht kommen wir unter die Stunde. Ich bin mir sicher, dass du da noch eine Ausrüstung hast, oder was? Mhm. Was liegt denn da so Schönes? Los, verrate es mir, dreckiger Dan. Langsam aber sicher wird der Battlefader mit der Axt der Verzweiflung nicht töten. Aber ich finde das schöner, so dieses Stall-Game, dieses Top-Decken und dann was draus machen, finde ich schöner, als wenn man sehr viele Optionen hat. Finde ich, ist es meine Meinung. Was sagst du dazu? Ach, da nimmt er mir meinen zweiten Battlefader. Das ist gut. Du. Ach, da ist die erste schon weg. Da ist die erste weg. Da geht er, Bidus. Okay, war doch ein schlechtes Play. Ist klar. Wahrscheinlich kommt jetzt der Brutale. Das ist eine Ausrüstungskarte. Wahrscheinlich ein Wampoku. Ja. Das sagt mir jetzt so mein Instinkt. Mann. Das Problem ist, es ist ein Pflichteffekt, den man machen muss. Ja. Dadurch geht man da langsam Midos. Ich finde ehrlich gesagt, die gefährliche Maschine Typ 6 ist eher eine Karte, die Minus macht. Ja, es hat halt viele Effekte, die gar nicht triggern, weil wir wenn wir die Grind-Game aktivieren, weil wir aktivieren sie dann, wenn sie... hat er den Call? Hat er da etwa den Call? Ja. Da geht er ja voll in die Vollen. Ja, wenn man halt am Ende im Grind-Game keine Handkarten und keine Monster mehr hat, sondern einfach nur Top-Decks hofft. Eine 1. Ach ja, dann. Nee, eine 3, da kommt die 3. Alter, jetzt mal bitte eine Handkarte, bitte. Danke. Danke dir. Ja, kann ich. Kadin, Digi. Oh, geht aufs Plus. Oder hat er jetzt eine verdeckte Karte? Oh, der hat mich outplast. Ich muss ziehen. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass du eventuell deine verdeckte Karte, wenn sie irgendwie sinnvoll wäre, aktivierst und dann. Okay. Wenn man outplast ist, dann muss man halt rangehen. Danke. Ich will die Karte langsam gern loswerden. Ich glaube, mit KKD zu ziehen ist, glaube ich, doch besser. Ich weiß es nicht. Wie er sich entscheidet, wie er jetzt den Top-Deck gemacht hat. Da kommt jetzt wahrscheinlich der Battlefader. Ah, doch nicht. Okay. Weil das First Blood wird langsam ein bisschen schmerzhaft, ne? Es sind so ein paar First Blood mehr geworden in letzter Zeit, ja. Das stimmt. So. Hast du eigentlich schon dein Dark Hole aktiviert? Das würde mich mal interessieren. Dark Hole? Nee, das habe ich nicht aktiviert. Aber das hast du wahrscheinlich in der Hand. Ah, du hast schon 2 Wut, das ist ein Grave. Sehr schön. Ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang an der Stelle. Ah, du willst nochmal ziehen, komm. Du willst nochmal ziehen. Willst du nicht? Alles klar. Alles klar. Ja, du musst, ne? Bitte geh einfach weg vom Feld. Ah, wo ist deine Karte discarden? Ist deine Karte discarden, oder? Ja. Jetzt habe ich hier den Duell-Lock. Ah, okay. Alter, dieser Duell-Lock ist einfach so groß. Hast du den Duell-Lock auch? Der ist schlecht. Hier. Ich finde ihn super, die erste vielleicht nicht. Was discardet er denn? Hat er 4 wichtige Karten? Was macht man, wenn man 4 wichtige Karten hat? Und alle gehören irgendwie zusammen. Ja. Darf man nicht mal in den Grave schauen, alles klar. Soll ich dir sagen? Nein, das wäre Hilfestellung, oder? Kann ich nicht machen, sorry. Das kann ich nicht bringen. Die ist mir zu risky, die machen wir weg. Was kommt jetzt, die Silent? Das behalten wir. Ach, der Pot! Der Pot! Oh, okay. Den Pot. Auf Duality. Interessant. Roter. Roter? Interessanter. Votan. Und da holt er sich den letzten Votan. Roter holt das Votan. Holen wir uns den noch? No, no. Und klatsch mal kurz das Kartennote weg.
Ja, das wäre schon ganz nett gewesen, wenn du mir das da behältst, aber... Ja, das Wabuku regelt dann halt auch an der Stelle. Nicht, weil er das nicht hat. Wäre schön, ja. So. Weil er da jetzt liegen bleiben muss. Diese schmerzhafte Play machen. Oh. Da traust du dich aber was? Ja, in der Tat. Ich hab keinen Bock, das zu rendern. Ja, Water not even needed. Alles klar. Nee, passt. Das. Nein, du Spielfehler. Fuck. Karte ist da falsch gelegt. Egal. Mhm. Das war jetzt doof. Das war jetzt doof. Ja, du kannst nichts zerstören, du Scheißkarte, Mann. Ich weiß gar nicht, wieso sich die Karte trotzdem aktiviert. Weil komm, zwei. Ah, super. Super duper, Dankeschön. Damit haben wir eine höhere Chance, komm. Oh, der Port of Duality, okay. Battle Fader, Call und Card, KI. Wahrscheinlich. Bist du jetzt greedy oder legst du den Beatstick hin, ist die Frage. Legt er den Breedstick hin oder will er das nicht? Macht überhaupt keinen Sinn. Sicher. Oh, da geht er Whisky. Sieg macht keinen Sinn. Das muss ich ja leider aktivieren. Och, okay. Ja, ich hab mich nicht auf die Glückskarten einlassen sollen. Was denn jetzt? Wie hast du denn kein Card KD geholt? Weil ich das nicht kann, die Karte kann nicht spezial beschworen werden. Toll. Und ich habe keinen Votard im Grave. Das war jetzt eigentlich ein Missplay. Das war ein ziemlich heftiger Missplay. Ich hab eigentlich gedacht, dass ich. Ja, das war auf jeden Fall gut durchdacht, das Play. Slow Cat an der Stelle. Das muss man schon sagen, das ist schon. Ah, verdammt, ich habe keinen Votard im Grave, das ist ein Problem. Das war natürlich etwas dumm jetzt von mir, weil ich die Karte nicht vor der aktiviert habe. Also wenn ich das Duell verliere, ist es definitiv meine Schuld. Okay, die 1. Okay, was war das jetzt? Ach, 2 1, das heißt eine Karte Discard, okay. Danke, dass ich auch mal was bekomme von der Karte. Damit... Du mischst wieder rein. Schön, dass ich was bekomme. Oh, ich mische es wieder rein. Ja, ich brauche an der Stelle einen. So, holen wir uns meinen Bruder wieder, ne? Tu das. Den guten Alten. Wer kennt die denn nicht? Das Gute ist, du hast nicht mehr viele Ausrüstung. Du kannst nur eine Ausrüstungszauberkarte auf ihn legen. Außer die verdeckte ist auch eine. Und ansonsten sieht's gar nicht so geil aus. Ah, da liegt jetzt so ein scheiß toter Battlefield. Das ist so traurig und schlecht von mir. Aber ich dachte echt, ich hab einen Votan im Grave. Und dann geht's ab. Wählt man sich, ne? Ja, da reg ich mich jetzt schon drüber auf und das ist auch dumm. Aber noch kein einziger Votan beschworen in diesem Duell? Hä? Du hast... Ich hab noch keinen... Ja, ich hab keinen. Ich weiß nicht. Vielleicht hab ich... Ich weiß auch nicht. Doch, ich hab... Hä, ich hab doch nicht im Grave. Achso, das ist dein Grave? Also das ist dein Grave. Ich hab keinen Votan hier im Grave. Das heißt, ich kann welche nachziehen. Das ist super. Ich hab dich ja mit dieser Battlefader mit der Axt der Verzweiflung ein bisschen runtergebeatstickt. Ist das ein Wort? Ich sag's nicht. Runtergebeatstickt, ja. Ah, das United V-State ist weg, sehr gut. Oh, die Axt der Verzweiflung. Da geht er jetzt in die Vollen und in die Endphase geht er. Okay, gut zu wissen. Ist weg. Von dir? Ja. Was war so? 6? 1. Gott. Schade auch. Meine Karte brauchst du an der Stelle auch nicht mehr, ne? Ja gut, stehe sowieso nicht, diese Scheiße. Die hätten wir nicht reinmachen sollen, die nutzen die gar nicht. Ich dachte irgendwie, die wär wichtiger. Sorge, die Karte tot ist, wäsche ich sie wieder rein. Okay, das... Kam da ein Votan, ist die Frage.
Wotan. Lass mal dieses dumme Play hier weg. Und dann greifen wir langsam wieder an. Gehen wir langsam wieder voll drauf. Ach, da holt er sich den Battlefader. Ich bin Battlefader, ne? Ja, wirst du eh die 1 würfeln. In Angriff, Da behält er sich den Wotan auf der Hand. Was ich spende immer eine andere Position, by the way, weil ich es lustig finde. Seitdem ich damals mit Live-Chat spiele. Ja, du kannst sie. Echt? Ja. Takel. Mit Schild und Schwert wahrscheinlich. Dann 0-0. Ist das die 6? Ah, okay. Kann nicht mal die scheiß Maschine hier 6 würfeln? Ich hab keinen Bock mehr auf die. Sei ehrlich, wir haben beide. Er würfelt die 6. Mann, ich will diese Maschine auch weg loswerden, Mann. Ich hasse die. Übelst ab, ich hasse die einfach. Nee, die Hand ist okay. Die Hand ist okay. Schau, was da jetzt für Plays kommt. Ob die Wotan über Plays alles kommt. Und du dann langsam wieder von Life Points her aufholst. Und da kommt schon mal der Wotan. Das ist ja interessant. Und auch doof für mich. So, ja, United to be Stand würde jetzt natürlich wehtun. An der Stelle. Waffenloch kann nicht mehr kommen. Ich glaube, du hast schon zwei United to be Stand im Grave. 1, 2. Ja, dann die ganze Zeit meine Karten zählen. Ich glaube es nicht. Da ist das letzte United to be Stand. Okay, interessant. Das ist natürlich suboptimal, meiner Meinung nach. Wer bekommt das, ist die Frage. Oh, auf Battle Fighter. Okay. Hat er das Darkhold noch? Er hat's noch, okay. Ist das nicht gesearched? Was ist doch noch? Was? Ja, er meint. Ach, Platz in der Zauber- und Fallkarte. So, ja. So wie man sich das wünscht. So wie man sich das wünscht. Danke dir. Völlig. Da war es im Endeffekt ja doch nicht so dumm. Da macht er sein First Damage in diesem Game. Stimmt, das ist ein bisschen traurig. Aktiviert er noch was. Wenn er Main Phase 2 ist, hätte der wahrscheinlich noch ein Waboku. Was für eine Überraschung. Ja, da setze ich meinen Waboku nochmal kurz hin. Wabokus hast du noch, deine Battlefader nicht mehr. Ich weiß aber nicht mal, ob... 6, geh durch weg. Ja, bitte 6. Oh, du musst Monster weglegen, sehr gut. Ach, das, der Hand. Oh, interessant. Aber dann kommt die Karte ja auch viel besser. Mhm. Ja, ich wusste nur, dass es gesettet hat. Aktivieren wir das da. Okay. Hörst du dann noch gleich, ne? Ja, wir müssen aufrüsten an der Stelle. Aber da, du hast jetzt Waboku. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt noch ein Waboku gezogen hast. Deswegen. Oder gar den Call. Oder aktiviert es nicht. Interessant. Dann machen wir das mal so. Mittlerweile hat schon die nächste Stunde von der GYL angefangen. Das stimmt, wir sind jetzt bei einer Stunde und 3 Minuten. Komm, eine 3. An der Stelle habe ich es mir eigentlich verdient, eine 3 zu würfeln. Ja. Och mein Gott. Das yeah. Ist doof. Nee, lass mir das mal sehen. So, dann kommt mit Call der Wotan bei mir wieder. Hidden Armory, okay. Und wirft den Battlefader ab. Riskant. Muss ja was probieren, ne? Muss ja, ne? Ich hab noch genug Wotan in den Decks. Haben wir 2 oder 3 Wabokus? Wie bitte? Haben wir 2 oder 3 Wabokus im Deck? Das, ich glaube, wir hatten sogar 3. Weiß nicht mehr. Ich bin mir aber jetzt nicht zu 100% sicher. Jetzt muss ich halt mal anfangen, Schaden zu machen. Ja, wow, okay. Oh mein Gott. GG. Ja, das ist noch nicht GG. Oh. Definitiv nicht. Wenn ich jetzt eine Ausrüstungskabel. Nein, die nicht. In so einem Glück machst du nichts, ne?
brauchst du noch Monster, ist die Frage. Jetzt kommt der letzte Damage, den ich wahrscheinlich so groß drücken kann. Aber ich habe noch einen Wotan im Deck. Und du hast noch diese komische Blind Destruction Karte. Heißt, wenn du jetzt nichts siehst. Aber er ist zu leise, vielleicht hat er was gezogen. Vieh, okay, das ist gut. Endphase, okay. Okay. Wow. Zwei ist, oh. Wow. Was ist die Karte? Ich hab einen Battle Fader gehabt. Ist es der oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, du hast so unnormales Glück. Du hast 6 Mal oder so die perfekte Würfelzahl. Oh mein Gott. Ah, Leute. Oh, GG, Digga, ne? Das war, Ich hasse Duell auf Glück. Ich hasse es. Das ist, aber es war auch irgendwie geil, so ehrlich. Es hat schon Spaß gemacht. Irgendwie. Es ist jetzt eine Stunde gewesen. Ja, Leute, GG. Ja. Kann man nichts machen. Wir müssen doch irgendwas sagen, weil wir, was haben wir eigentlich für Missplays gemacht? Also ich habe mal... Ich hatte das Match Waffe gewonnen, wenn ich am Anfang nicht getauscht hätte, im ersten Match. Im ersten Duell. Ja, das hat sicher das Game gekostet, hast du gemeint, ja. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit Call verdeckt gehabt und habe einen schlechten Battle Fader geholt. Was aber nicht heißt, dass mein Play schlecht war. Also das war ja schon rechnerisch ganz sinnvoll, glaube ich zumindest. Ja, klar. Aber es beruht halt auf Glück, sobald diese komische... wie heißt die, diese Zauberkarte da liegt und sobald der... Ja, du hast mir jetzt nacheinander den Battle Fader aus der Hand gehauen, mein Monster zerstört, nochmal zerstört, jedes Mal mit dem Würfelglück. Ja, das war schon was, ja, das stimmt. Obwohl ich sogar eine blinde Zerstörung hatte, aber... Gut, dann würde ich sagen. Jo, GG. Nächstes Mal habe ich keine Ahnung, gegen wen ich spielen muss. Er sagt nicht GG, hört jetzt, er ist ein Slack. GG. Leute, kauft Motor-Merch, wichtig. Weißt du, gegen wen ich nächste Woche spielen muss? Nein. Doch nicht. Ich weiß auch nicht, gegen wen ich spiele. Egal. Ich glaube gegen Sascha. Also Leute, haut rein. Danke fürs Zugucken und bis dann.